Was ist das? Das Spannende ist ja zu sehen, wie der als junger 18-Jähriger gerne groß anfängt und wie der zu diesem Mann wird, zu diesem wirklich selbstbewussten Spielmacher. Deswegen müssen wir den Libero anders interpretieren. Nicht als letzten Mann, der nur noch hinten absichert, sondern als freien Mann. Ich glaube, er weiß, was er kann und er steht da auch für sich ein. Und dieses Unverfälschte, das ist, glaube ich, was ihn total auszeichnet. Sag mal, Franz, spekulierst du ja von Trainerschein? Im Leben nicht. Am Ende bist du da immer nur der Depp. Seine Stärken, glaube ich, waren, dass er wirklich so ein Leitwolf war, der einfach gesagt hat, was ihm gepasst hat oder nicht gepasst hat. Sicher für die ganzen Funktionäre zu der Zeit und Trainer und so sehr schmerzhaft. Wir sind hier nicht auf dem türkischen Bazar. Aber ihr tut's, als wären wir in der Augsburger Puppenkiste. Wenn Leistungen nicht ausreichend waren von seinen Teamkollegen, dann hat er das offen angesprochen und vielleicht auch nicht sehr freundschaftlich, sondern eher sehr direkt. Aber er hat eben halt immer dieses oberste Ziel, der Erfolg der Mannschaft, gesehen. Sag mal, wie kannst du öffentlich fordern, mich aus der Mannschaft zu nehmen? Gegenfrage. Wie kannst du denn einen derartigen Scheißdreck zusammenspielen? Geh, Franz. Du bist aber hier nicht der Trainer. Weißt du was? Wenn du jetzt die Leistung von Uli gestern so richtig toll gefunden hast, dann sag das doch jetzt einmal mir und allen anderen hier. Wie Beckenbauer da reagiert hat auf die Niederlage gegen die DDR, wie er da sich auch schon ordentlich eingemischt hat in die Aufstellung, aber was es dann im Nachhinein schon gebracht hat, weil die haben danach ordentlich Gas gegeben und ich glaube, deswegen sind sie auch Weltmeister geworden. Das ist dann ein Druck, der einfach unvorstellbar ist und wo du weißt, jeder Fehler kann eine Entscheidung sein. Deswegen mach's besser keinen.